Guten Tag, liebe Guckerschaft, und willkommen zu einem Ankündigungsvideo mit dem Aushilferlein. Hallo! So, ja, also, ich und Sie, wir sind gerade hier, um zu erklären, was wir hier gerade die nächste Zeit machen wollen, diese fünf Leute. Das Projekt nennt sich Timecraft, boah, was bestimmt noch keiner kennt, niemand praktisch. Also niemand, der uns länger kennt, schon kennt dieses Projekt, vor allem nicht Sie, das Haushelferlein, das kennt das schon mal gar nicht. Ja, und es ist halt von uns, Nico und mir. Von so diesen beiden Herren da. Wie beim letzten Mal. Und ja, das Konzept sieht wie folgt aus. Jeder baut anderen Quests. Und hier ist jetzt kurz ein kleines Tutorial, wie man das verstehen kann. Oben steht der Name der Quest, dann die Zeit, die man dafür hat. Und unten die Belohnung. Die Belohnung ist besonders wichtig, weil wir am Ende einen Endfight von uns fünf Personen machen wollen. Und die Belohnung ist praktisch, sind praktisch die Mittel, die man dann in diesem Kampf zur Verfügung hat. Zwei Maps wurden jetzt halt schon gespielt. Und ja, es sieht halt so aus, dass jeder praktisch seine eigene Plattform hat, wo man die Quests dann findet. Hier, das ist natürlich meine, die schlechtest dekorierteste. Dann, das da drüben ist Nikos, die auch extrem schlecht dekoriert ist, muss ich sagen. Nochmal, Dann da hinten Devils, Devil Place Plattform, die am besten dekoriert ist. Dann da vorne Apples Plattform, da, mit ihrem Katzenschrein und ihrem Galgen, an dem sie ein Pferd erhängt hat. Das ist ein Schwein. Kein Pferd, ein Schwein, Entschuldigung. Ja, ist das gleiche. Schwein, ich kann auch ein Pferd nehmen. Oh mein Gott. Du wirst da jetzt kein Pferd erhängen. Warte. Will sie da auch noch ein Pferd erhängen? Warte. Okay, da ist ein Meteorit abgestürzt. Ich kann auch ein Kaninchen erhängen. Dann erhängt ein Kaninchen oder ein Zombie-Pferd, ist mir egal. Hier haben wir nochmal eine kleine sadistische Geste von irgendwem. Da haben wir Fritteuse. Kurze Server zur Schaustellung. Das ist unser Cheerleader-Giant. Ich weiß nicht genau, wie er nochmal heißt. Ich glaube, er hieß Theodor. Das ist Airwigs Plattform, die liebevoll die Questhöhle heißt. Da ist der Zeppelin, da ist der nicht funktionierende endlose Gang und da ist der Dubstep Creeper, der sogar Dubstep Creeper heißt. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles gezeigt. So, fertig. Jetzt hat sie da ein Kaninchen erhängt. Jeder baut halt, hat halt Maps gebaut jetzt die letzte Zeit. Und die müssen halt von anderen Mitspielern des Projekts in einer gewissen Zeit abgeschlossen werden. Das steht dann halt eben auf diesen Schildern drauf. Hier. So, mit den ganzen Sachen da. Das wird dann angezeigt, was du da... Oh nee, wichtig ist noch, dass wenn man die Map spielt und man sie nicht in der vorgegebenen Zeit schafft, dass die Map sozusagen abgerissen wird und keiner mehr sie spielen darf und man die Belohnung nicht bekommt. Das, was sie gesagt hat. Genau. Ja. Ja, das war so die Ankündigung für dieses Projekt. Das startet dann demnächst. Keine Ahnung, wann genau. In Bälde. Also die ersten Maps wurden ja schon gespielt. Aber wenn man in der Map drin stirbt und man am Spawn ist, dann wird die Zeit... Dann wird die Zeit angehalten, bis du wieder in der Map drin steckst. Was er gesagt hat. Ja, was ich gesagt habe. Ja. Gut. Dann wäre das fertig und schönen Sonntag noch und so. Wiedersehen.